Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Video, denn heute werde ich Alex überraschen und sagen, was es wird. Und ihr wisst es ja im gleichen Atemzug auch. Also ich weiß es seit gestern Abend. Wir haben nämlich einen Test gemacht, da kann man auch mit dem Blut erkennen, was es dann für ein Geschlecht wird. Und außerdem wurde auch das Ganze nochmal auf die Gesundheit gecheckt, das kleine Baby. Der Bauch wird immer runder. Ja, wir sind jetzt in der 14. Woche, also 13 plus 4. Und ich habe meine Energie so gut wie wieder. Ich habe heute Morgen auch ein bisschen Sport gemacht. Also ich versuche jetzt so täglich ungefähr 20 bis 30 Minuten ein bisschen Sport zu machen, damit ich mich ein bisschen fitter fühle. Und genau. Plan ist es jetzt, ein paar wunderschöne Schuhe zu finden. Ich sag noch nicht, welche Farbe. Und das muss ich dann noch verpacken und so. Ich glaube, ich schaffe es erst bis heute Abend. Eigentlich wollte ich ihn heute Morgen direkt überraschen, weil ich es auch nicht mehr aushalten kann. Es ist für mich so schwer, das alles für mich zu behalten. Jedenfalls, also mit dem Baby ist schon mal alles in Ordnung, sonst würde ich jetzt hier nicht so happy in die Kamera lachen, ist klar. Aber was es dann wird, erfahrt ihr dann auch im Laufe des Videos. So, und jetzt sehen wir uns gleich in der Stadt wieder. So, ich habe jetzt genau 30 Minuten Zeit, noch Schuhe zu finden. Irgendwie hatte ich gerade voll die Probleme mit dem Video-Upload, weil heute ist Dienstag. Und Dienstag kommen ja immer neue Videos online und das hat irgendwie nicht alles so schnell funktioniert. Jetzt muss ich mich richtig beeilen, weil sonst komme ich zu spät. Und Luis hat ja heute Training. Letzte Chance ist H&M. Jetzt gehe ich erstmal hier in so einen kleinen Laden rein, weil ich schon besonders schöne Schuhe haben wollte. Super, der Laden hat zu. Ich raste aus. Jetzt muss ich zuerst zu H&M. Ich bin jetzt bei H&M. Ich habe tatsächlich was gefunden. Ich muss mich echt konzentrieren, dass ich nicht anfange zu heulen, weil diese Socken einfach so süß sind. Ich bin so gerührt von so viel Süßhaftigkeit in ein paar Socken. Ich weiß gar nicht. Naja, ich werde jetzt gleich vielleicht noch mal in den anderen Laden gehen, wobei ich hiermit eigentlich schon ziemlich zufrieden bin. Und dann werde ich das Ganze noch verpacken. Und heute Abend weiß der Alex dann, was wird. Und ihr natürlich auch. So, wir sind schon wieder zu Hause. Irgendwie ist wieder alles anders gelaufen als geplant. Also Luis ist beim Training auf den Kopf gefallen und dann musste ich beim Training noch so ein bisschen da bleiben und ihn trösten und so. Eigentlich habe ich gedacht, ich könnte das im Auto machen währenddessen. Jedenfalls jetzt bin ich zu Hause und ich habe noch eine neutrale Box gekauft. Sehr neutral. Mit so ein paar Sticker. Also ich werde hier noch Love draufkleben und Herzchen und Stern lasse ich erstmal weg. Ich habe auch ein neutrales Band gekauft in Grau extra. Und da kommt jetzt die Schüchchen rein. Ich habe wirklich süße Schuhe gefunden. Aber beim Laden habe ich es nicht mehr geschafft zeitlich. Also ich war 20 Minuten bei DM und 5 Minuten bei Depot, um diese Box hier zu kaufen. Und dann war die Zeit auch schon wieder rum. Also es war alles sehr, sehr stressig heute, aber ich habe es geschafft. Der Alex kommt jetzt gleich. Ich habe jetzt mein Handy auf lautlos gemacht, weil ich gesagt habe, ich würde die Ergebnisse um 5 Uhr kriegen. Und wir haben jetzt 5:30. Und ich höre es schon die ganze Zeit vibrieren. Der will natürlich wissen, was los ist. Ich sage einfach, ich habe mein Handy auch lautlos gehabt, gleich wenn er kommt. Ja. Beziehungsweise ich glaube, ich überrasche ihn direkt, wenn er von der Arbeit kommt, ins Wohnzimmer. Gebe ich ihm das direkt. Ich bin so aufgeregt. Also, wir haben ja eine Tendenz bekommen und die Tendenz hat sich wirklich bewahrheitet. Ich habe ja noch nicht gesagt, welche Tendenz. Es wird jetzt nicht so die übermäßige Überraschung sein, aber ich habe gestern, als der Arzt mich angerufen hat, ich habe auch so geheult und ich habe mich so gefreut einfach. Und es sicher zu wissen, ist schon nochmal eine andere Nummer, als eine Tendenz zu haben, eine leichte. Und diese Tendenz, die wir hatten, bekommen haben, die ist jetzt 3 Wochen her ungefähr. Aber jetzt werde ich erstmal das Paket verpacken, weil der kommt jetzt auch gleich schon. Und dann wird es
sehr das, glaube ich. Ich glaube, ich werde sehr viel weinen gleich. Vor allen Dingen Louis weiß es, aber Louis wusste es schon immer. Also der hat schon von Anfang an gesagt, piep. Okay, ich packe jetzt mal zusammen. So, schon gerade wieder ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, weil es einfach so süß ist. Ich glaube, ich lasse die Kamera einfach hier stehen. Oder gleich ist es auch dunkel, wenn er kommt, glaube ich. Also das ist die Box. Das ist die Box. Steht jetzt Love drauf. Ich klebe das jetzt. Ich mache jetzt noch ein kleines Bändchen hier drum. Hier noch so eine Band, so ein Schleifchen. Und dann kann Alex kommen. Ja, so lässt man die Kugel rollen, Sir. So, nächstes Mal. Oh, nehmt ihr schon wieder Schüsse auf. Oh! Lavet! Das ist das? Oh Gott, heute ist das eigentlich.